So, liebe Leute, ganz, ganz kurzes Video und zwar nur zum Thema Alpha-Texturen in Minecraft in Cycles. Wenn ich mal ganz kurz meine Kamera positionieren könnte. Gut, dann Sampling Preview 2. Sehr viel besser. So, sieht das auch besser aus. So, wir sehen, das Gras sieht so an sich korrekt texturiert aus, also wir können durchgucken. Das Licht geht auch richtig korrekt durch. Jo, richtig korrekt. Und das funktioniert auch bei Blättern etc. Und ich zeige euch einfach mal ganz kurz am Beispiel der Crops da hinten, hier beim Farmland, wie man das denn macht. Das ist ganz, ganz einfach. Ich habe auch ein kleines bisschen Workflow in das texturieren Cycles gebracht. Also wir machen erstmal aus dieser Perspektive hier raus. Denn es laggt einfach ein wenig zu sehr. So, dann öffnen wir uns ein zweites Fenster, gehen in den Node Editor. Suchen uns hier drüben unsere Textur raus. Die wäre in dem Fall ja Crops. Nehmen wir mal Stufe 8, hoffen, dass da welche bei sind. Use Nodes. Fügen eine Image-Textur hinzu. Crops 8. Fügen einen Transparent Shader hinzu. Und fügen einen Mix Shader hinzu. Dann machen wir das hier rein. Das muss hier rein. Ganz wichtig. Das hier rein und das hier rein. Und schon sollten wir wunderschöne Crops bekommen. Also, ich demonstriere nur mal ganz kurz, was passiert, wenn man die beiden umsteckt. Es wird das genaue Gegenteil bringen. Kann sein, dass ihr sowas vielleicht mal machen wollt, Minecraft Negative oder sowas. Aber für das, was ich mache oder machen will, ist das eher nicht ganz so richtig. Und jetzt im Workflow ist halt ganz einfach zu sagen, ihr fangt quasi von oben an, Use Nodes hinzufügen, Texture, Image Texture und tippt einfach kurz ein, eure Textur. Das ist nämlich hier im Node Editor ein wenig einfacher als da und zack. Funktioniert es quasi auch schon. Richte mal ganz kurz Oak Planks da. Da haben wir Oak Planks und hier beim Gravel könnte man quasi genau das gleiche machen. Hinzufügen, Texture, Image Texture. Open Gravel. Und rein damit. Und dann geht das Ganze auch schon wesentlich schneller voran, als es vorher beim hier drüben in den Einstellungen ging. Und ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Kommentare. Lasst sie in den Kommentaren. Und habt noch ein paar schöne Tage. Tschüssi.